Guten Morgen. Ja, wir haben geschlafen wie die Bären. Die Etappe gestern hat uns wirklich alles abverlangt. Aber heute, bei mir zumindest, Füße alles gut, Muskeln gut, Rücken gut. Kann also nur eine wieder schöne Etappe werden. Ja, das Wetter ist bislang noch sehr gut. Ich gehe heute zum ersten Mal im T-Shirt, aber das soll sich laut Prognose heute noch ein wenig ändern. Gucken wir mal. Ja, die Etappe von Rapperswil zum Kloster Einsiedeln wird es wieder in sich haben. 16 Kilometer plus, na gut, wir müssen jetzt noch nach Rapperswil rein, also es wären 18, 19. Dazu der Etzelspass und ja, als Highlights jetzt erstmal die Holzbrücke über den Zürichsee und später dann natürlich das Kloster. Gut, Jule ist jetzt da, wir ziehen los. Ja, nun ist es soweit. Wir stehen auf dem 841 Meter langen Holzsteg über dem Zürichsee. Das ist so ein Ort, auf den ich mich schon lange gefreut habe, viel in Videos, in den Büchern gelesen. Und nun ist es soweit. Herrliches Wetter. Man sieht heute sogar ein bisschen die schneebedeckten Gipfel der Alpen. Und jetzt geht's hier rüber und dann auch bald den Etzelspass hoch. In Hoden ging es zwischen dem oberen und unteren Zürichsee in Richtung Pfäffikon. Es war die Ruhe vor dem Sturm. Hinter Pfäffikon begann nämlich der Aufstieg zum Etzelpass. So, jetzt geht's los. Der Etzel ruft. Noch sieht alles ganz idyllisch aus. Das sollte sich aber ganz, ganz schnell ändern. Berit und Thomas waren nun auch wieder mit von der Partie. Hinter Pfäffikon hatten sie auf uns gewartet. Und nun rauf auf den Berg!
zwischendurch mal eine Ebene und damit Gelegenheit zum Durchatmen. Glaubt mir, es war nur ein sehr kurzer Moment zum Verschnaufen. Der Gipfel naht. Kapelle und Gasthaus St. Meinrad sind in Sicht. Gut, wir haben den Etzelpass bezwungen. Das kann man wirklich so sagen, das war hart. Also im Vergleich zum Hörnli gestern war das noch eine Nummer schärfer, also für mich zumindest. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir das Hörnli heute doch ein bisschen in den Beinen haben. Gut, wir sind jetzt hier oben St. Meinrad, ein traumhaftes Fleckchen Erde. Haben uns jetzt hier im Gasthaus ein wenig gestärkt und werden jetzt gleich uns Richtung Einsiedeln, die letzten 7-8 Kilometer bewegen. Hier oben gibt es einiges zu erwähnen. Der St. Meinrad, das ist hier eine ganz wichtige Person. Das war mal ein Mönch, der 825 hier oben gelebt hat, viel Gutes getan hat. Und als es ihm hier scheinbar zu trubelig dann wurde, hat er sich weiter in den Wald zurückgezogen und wurde dort von zwei Räubern erschlagen oder umgebracht, wie auch immer. Zwei Raben haben das beobachtet, haben diese zwei Räuber bis Zürich verfolgt und dort wurden sie dann hingerichtet. Die Stelle, wo die Kapelle oder die Hütte, nicht die Kapelle, die Hütte von St. Meinrad stand, an der ist jetzt das Kloster Einsiedeln. Soweit die Geschichte. Die zweite Sache, die hier oben noch erwähnenswert ist, kurz unterhalb von St. Meinrad haben sich die zwei Pilgerwege, zum einen unser Schwabenweg und zum anderen der St. Gallener Weg, von dem die Pilger aus Österreich kommen, vereint. Und ab jetzt gehen beide Wege quasi vereint denselben Gang Richtung Genf. Gut, wir werden jetzt mal aufbrechen und Richtung Kloster Einsiedeln uns auf den Weg machen. Gleich neben dem Paracelsus-Haus steht die 900 Jahre alte Teufelsbrücke oder Tüffelsbrück, wie sie hier genannt wird. Der Legende nach waren die Menschen seinerzeit nicht imstande, an dieser Stelle eine Brücke zu bauen.
Da meldet sich der Teufel und bot ihnen an, über Nacht eine Brücke zu bauen. Die einzige Bedingung, die er stellte: der Erste, welcher diese Brücke betritt, gehört ihm. Die Bauern tricksten ihn seinerzeit aus, indem sie einen alten Ziegenbock als Erstes über die Brücke schickten. Also, passt auf, wer von euch als Erstes drüber geht. Wir hatten bei unserer Passage jedenfalls Glück gehabt und bekamen den Beelzebub nicht zu sehen. Das Ziel naht. Der Sielsee kommt in Sicht, an dessen westlichen Ufer sich Einsiedeln erstreckt. Der Blick von der riesigen Klostertreppe hinab zum Ortszentrum. Gottesdienst.